So, hallo, wir machen weiter bei Jam 2. Das letzte Mal haben wir, naja, Level gespielt. Die Ideen waren cool. Wobei, das hier war kein Naja-Level. Da war eigentlich nur das Ende, naja. Der Anfang war cool. Und jetzt haben wir Wonky Bridge vor uns von Louis. Schauen wir mal. Okay. Achso, ist das so eine Brücke, die auseinander... Okay, verstanden. Ja, und wenn da ein Loch ist, darf natürlich nicht durch. Ja, verstanden. Okay. Auf Löcher kann man nicht drauf gehen. Und da gibt es einen Pilz. Einen Pilz. Okay, der wartet sogar auf mich. Oh nein, ich dachte, ich schaffe das zeitlich. Okay, ich schaffe das nicht zeitlich. Also da muss man wirklich enorm vorsichtig vorgehen. Sonst passieren solche Sachen. Okay, wir kriegen das hin. Ich muss nicht hektisch spielen. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen in den deutlich angenehmeren Spieltrieb kommen. Und einfach da dann immer landen, wo das halt nicht kaputt geht. So, weil dann ist alles easy. Na, hier passiert überhaupt nirgends was. Und den zieht es jetzt auch einfach runter, weil ist halt so. Jetzt kann ich darüber springen. Da zieht es alles weg. Aber das ist nicht weg. Das meine ich mit, man muss nur vorsichtig hier durchgehen. Dann ist alles in Ordnung. Ich nehme die Shell mal mit. Jo, was? Okay, wie hätte ich das denn jetzt wissen sollen? Ah, das finde ich frech. Okay. Dann nehmen wir die Scheine nicht mit. So. Aber wie soll das zeitlich denn gehen? Ich meine, ich kann dahin zurück. Jetzt passiert gar nichts. Irgendwie soll man da zurück und dann ist dieser Block der. Keine Ahnung. Das habe ich jetzt komisch gelöst, ich weiß, aber was soll's. What? Das geht zu lang. Hä, wie kriege ich das dazu, dass das da unten schneller aufgeht? Jetzt geht's schnell. Hä? Ach, das braucht einfach seine Zeit. Ich krieg einfach keinen mehr. Ah, jetzt krieg ich einen Midway Point. Ich wollte gerade sagen, ich krieg einfach keinen Midway Point. Aber da war er schon. 3 Millionen Pilzen. Ah, Okay. So. Also natürlich müssen sie auch dieses Gimmick wieder... Ein bisschen übertreiben, man weiß halt nie, was rauskommt bei den Sachen. Das ist das Ding. Oh je. So, ich dachte ja, wenn ich vorsichtig nach vorne spiele, haut das schon hin. Aber wenn man nicht weiß, was rauskommt, macht man trotzdem haufenweise Fehler erstmal. Ich dachte jetzt, der fliegt. Aber natürlich fliegt er nicht. Aber ich muss den direkt mitnehmen, sonst komme ich da nicht rüber. Yo. Da ist jetzt alles erstmal in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das fällt bestimmt gleich irgendwie da runter, das Ding. Ja, da ist schon eine Lücke. Okay. Da fällt er doch jetzt runter, oder nicht?
Hä, da fällt er nicht runter. Yo, jetzt ist hier unten eine. Veralbern hier. So, und er ist weg. Okay, das heißt, die Shell fällt jetzt da drüben runter. Und jetzt ist alles vorbei. Okay, jetzt ist hier auch offen. Und ich kann hier durch. Kriege ich die Feder? Nein, natürlich nicht. Ah. Ach so. Das muss ich auch erst wieder antriggern wahrscheinlich und dann passend drüber springen. Springen vor allem wahrscheinlich. Und da muss ich jetzt wieder warten, bis die Reihe weg ist. Was jetzt der Fall? Okay. Ah, da kam eine Shell raus. Eine Disco-Shell. Okay. Ah! Der Rewind hat's gerettet. Null. Ach Mensch jetzt. Ach Mensch jetzt. Danke. Machen wir es halt so. Okay, hat er jetzt schon ausgelöst da unten? Oder muss ich da noch näher? Okay, jetzt passt's. So, jetzt weiß ich, was hier kommt und kann hier in Ruhe chillen. Okay. Da kommt noch eine Disco-Shell. Okay. Ist das ein Ziel, was ich nutzen kann, oder frisst mir da hinten jetzt gleich noch irgendwas weg? Den Boden. Darf eigentlich nicht sein. Nee, 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 das ist alles nur Fake jetzt. Das ist... Ich komm da durch, ich komm da durch. Alles gut. Alles gut. Okay. Oha. 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 Das, also ich kann für die Titel hier nichts, ne? Wenn hier jetzt jemand gespoilert wurde, dann tut mir das leid. Das ist ja nicht so ein netter Titel. Also überhaupt nicht. Ich weiß, es ist schon was, was schon... Aber das ist ja was, was ich immer wieder so anspreche, ne? Ich muss doch bei gewissen Dingen davon ausgehen... Ich bin ganz ehrlich... Mach mir jetzt mal schnell eine Notiz, dass ich diesen Part hier nenne, Vorsicht, Harry Potter Spoiler. Weil das ist nicht, wenn jetzt gerade jemand das zweite oder dritte Buch liest oder so, ne? Das ist nicht so cool. Da bin ich ein bisschen, ihr kennt mich, da bin ich ein bisschen empfindlich. So, okay. Damit ist der Partname schon fest, egal was hier noch passiert. Aber das ist... Ne, ich weiß, das ist das Meme, was hier genutzt werden soll, weil das halt damals ganz viel gespoilert wurde. Aber wenn jetzt jemand gerade erst dabei ist, oder keine Ahnung, der hat jetzt halt erst 4 Filme gesehen und den 6. halt noch nicht. Das ist nicht... Nee. Nee, das muss nicht sein. Da würde ich mich jetzt irgendwie schlecht fühlen, wenn durch mein Video jemandem dann der Harry Potter, die Harry Potter Geschichte versaut wird. Das will ich nicht. Oder wenn jetzt wieder ganz viele sagen, oh mein Gott, das ist voll übertrieben und das verstehe ich auch, aber wie gesagt, ich bin bei Spoilern, ich rede ja auch oft genug drüber, so wie jetzt auch gerade wieder, da bin ich echt empfindlich. Kann es einfach. Ich möchte einfach die Wahrscheinlichkeit möglichst gering halten, dass jemand durch mein Video gespoilert werden könnte. Das ist alles. Vielleicht schreibe ich noch Harry Potter Spoiler Band 6 oder so, dass jemand, der beim 5. ist oder so, kein. Dass jemand, der den 6. schon gelesen und keine Angst haben muss und vielleicht nur den 7. noch nicht gelesen hat. Keine Ahnung. Dann wirklich hilft, dass der Spoiler dann nicht bemerkt wird, ist natürlich wieder die andere Frage. Da müsste ich auch noch irgendwie es so hinkriegen. Ja, übertreiben müssen wir es jetzt auch nicht. Wenn ich das in den Titel schreibe, reicht das schon. Wer dann das Video anschaut, auf eigene Gefahr.
Aber das sind so Sachen, ne? Das ist auch was, wovor ich immer so ein bisschen, nicht Angst habe, aber was mir immer so ein bisschen, wo man halt nie weiß. Du kannst überall plötzlich mit Sachen gespoilert werden, wo du gar nicht damit rechnest. So, wer rechnet damit, dass er im SMW-Hack zu Harry Potter gespoilert wird? Wie mache ich das denn da oben? Ach, indem ich die Taste loslasse. Ja, ich bin ja blöd. Na, du rechnest ja nicht, dass du zu Harry Potter gespoilert wirst in einem SMW-Hack. Like, what? Okay, aber... Ich habe noch gar nichts zu dem Level an sich gesagt, weil das Level an sich... Hä, wie soll ich denn da... What? Nee, okay, ich muss auch hier spielen. Aber wie soll ich denn die eine Stelle da umgehen? Hä? Alter. Ach komm, ey. So. Was muss ich jetzt hier anders tun? Ach so. Ich muss den P-Switch auslaufen lassen. Es ist der P-Switch, der hier die ganze Geschichte blockiert. Jetzt passt die Geschichte. Ja, easy. So. Ah, jetzt ist das Ding nur oben. Okay. Was? Das Ding ist jetzt überall. Ach so, das eine fährt oben entlang. Und das andere ist das normale unten. Das Zielsuchende. Hä, wie soll ich denn... Au. Ach so, ich nehme den hier weg, dann gehe ich hier rüber, dann drücke ich den. Jetzt hat er hier einen Fisch erstellt. Hä, das war falsch. Muss ich dann direkt auf den drauf springen, oder was? Oh. Was? Ich raff's nicht. Die Wand kommt ja. So geht's ja sowieso nicht. Ich kann aber nicht auf dem drauf landen. What? Ich kann nicht auf dem drauf landen. Und wenn ich den hier drüben drücke, ist es... Ist es schlecht. Hä? Ich muss den P-Switch in der Lücke drücken. Aber ich habe nichts... Ach so, er erstellt ja hier Fische. Oh, die Fische brauche ich. Oha. Das habe ich gar nicht gerafft. Oh nein. Jetzt muss ich den erwischen, bevor im Wasser... Oh mein Gott. Bevor im Wasser landet. Nein! Das hat nicht gereicht. Das heißt ja aber auch, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen. Und wenn du... Und wenn du es versaust, ist eh vorbei. So wie die Stimme. Okay, das ist hier schon wieder jetzt der Teil, wo es schwierig wird. Eieiei. Okay. So, jetzt aber. Komm her. Perfekt.
Der hat jetzt mal perfekt gepasst. Der passt auch perfekt. Oh, und jetzt muss ich auf dem Fisch entlang reiten. Und dabei... Und dabei aber dem Quatsch ausweichen. Da kommt ein schnellerer Fisch. Ah, jetzt muss ich da hoch. Okay. Oioi. Rutschi, rutschi, rutschi. Ich rutsch gleich in den Tod, ne? I'm Mario, Mario begin yelling. The dark arts better be worried, oh boy. What? Okay. So, ab hier ist der Spoiler vorbei. Also ich muss in die Beschreibung schreiben, von wo bis wo der Spoiler ist. Das muss ich noch machen. What the ocean lacks is motion. Jetzt reden wir einfach nicht mehr über den Spoiler. Oh Mario, it's terrible. The Mushroom Co. has been dumping pea speed into the ocean and all the fish are dying. Please go investigate. What? Speed im Ocean. Ach so. Nette Umschreibung für du bist einfach effing schnell unter Wasser. Okay. Na, mal gucken, das könnte ganz lustig sein. Ja, das ist ganz lustig. Bisher zumindest. Hui. Das war zu weit. Ja, das ist echt lustig. Und auch gut durchdacht, so. Ah, shit, woher kenne ich jetzt wieder die Musik? Die kenne ich. Das kenne ich doch. Woher kenne ich denn das? Jo, jetzt bin ich aber nicht mal schnell genug hier. Okay. Du nicht, ups. Ich auch nicht. Ha! Einfach durch! So spielt man das. Ist das ein Mega Man? Muss ein Mega Man sein. Yo! Ach Mist. Ach Mist. Das lief so gut. Jetzt hat das nicht ausgelöst, der so. Der Shell. Yo! Ach so ist eigentlich am besten. Jo, und wieder runter, wieder runter, wieder runter, wieder runter. Okay, nice. Jetzt muss ich sterben. LOL. LOL, das geht auch. Das. Genau so funktioniert das. Genau. Okay. Let's go dying. Ist ja kein Mario Maker, man kann ja auch zwischendurch mal sterben. Und selbst der Creator musste das dann tun. Ja, das war alles sehr wichtig zu lesen. Oh Gott. Muss ich den mitnehmen? Nee, kann ich gar nicht, weil da dieser Block kommt. Der ist nur hier, um mich aufzuhalten. Das ist irgendein Mega-Man, ich weiß nicht, was für eins. Hä? Sind da mehrere Schlüssel drin oder was? Ach so, ja, sonst wird es mich nicht aufhalten. Genau. Das heißt, die hätten auch einfach einen Block darunter schmeißen können. Es musste kein Schlüssel sein.
den Schlüssel hat man nur den Eindruck, man müsste es jetzt mitnehmen, was man gar nicht muss. Okay, das ist auch wieder interessant hier jetzt. Tschüss. Ah! Ah! Ah, das ist ein ganz lustiges Gimmick. Aua. Ich spiele schlecht, ich weiß. Ich weiß, ich spiele richtig schlecht. Okay, 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 okay. Zack. Oh. Da unten ist tot. Ah ja, man sieht's. Man sieht sogar, dass da unten tot. Wow, wieso bin ich jetzt eigentlich immer höher gekommen? Ich protestiere. Oh mein Gott, wie soll ich denn da durchkommen? Okay, da muss ich dann von der Taste weg, die mich nach unten hält. Ich muss dann nach oben drücken. Das muss ich tun. Hier drücke ich nach unten und dann ganz schnell nach oben. Alter. Okay, und da muss ich wieder die Blöcke nutzen, um zu stoppen. Mist. 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 Yes! Okay, und jetzt? Yo! Jetzt wird's richtig wild. Die Dinger sind fast so schnell, dass ich selbst in meinem Speed nicht unter ihnen durchkomme. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Das war einfach. Ich würde es bestimmt auch nochmal schaffen. Ah, okay. Ich muss wieder stoppen, wenn er runtergeht. Okay, easy. Jetzt nur nicht von der Kugel getroffen werden. Und durch! Oh, das ist Ziel. Null. Das ist das Ziel! Das ist das Ziel! Okay. Ach Mensch. Ach Mensch. Mit der Macht der Save-States werden wir es irgendwann erreicht haben, das Ziel. Ohne alles nochmal zu spielen zu müssen. Oh mein Gott. Yes! Oh Gott, das wäre eine Stelle, wenn man das ohne Save-State spielen würde. Diese Stelle am Schluss nochmal insbesondere, ne? Da wäre man so aufgeregt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tubular Deluxe. Tubular ist das furchtbare Level mit dem Pi-Ballon aus der Special World in SMW. Zwei Exits von Deadly Seven Mikov. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht spielen wir zumindest den einen Exit. Wer ist Deadly Seven Mikov? Angel. Okay. Wir gucken mal rein. When I was small, this level always gave me nightmares. Ja, ist jetzt nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist das Waldlevel mit den Dings. Ja, moin. Mit den Kanonen und dem ganzen Kram. Das ist das Schlimmste. Und dem Feuer. Ah, huch! Wait, das ist so viel zu dem einen Exit. I guess. Okay. Hey, der hat einfach eine Röhre über Tubula gebaut. Das ist einfach Tubula. Aber eben man läuft drüber. Da ist ein Schlüssel. Und hinten war der Schlüssel. Hä? Das Level ist komplett useless. Lel. Das ist eine Deluxe-Version, die ich mag. Ja, nehme ich. Ja, gut, dass wir das noch gespielt haben. Und da geht's mal wieder in die Star World. Da habe ich auch noch ein Level, was ich noch ausgelassen habe.
Nämlich genau das hier, ja. Das machen wir spät. Das machen wir sehr spät. Eieiei. Interessant. Mal by the way. Okay. Ja, dann hätten wir jetzt das Political das politische Tier von. Nein, das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.